Publikum. Zumindest unsere Gäste hier im Studio freuen sich sehr. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Es gibt was Leckeres zum Essen. Es gibt viel Spaß und Unterhaltung. Und ich hoffe sehr, es wird für Sie eine wunderschöne Dreiviertelstunde jetzt bei Laferlichter lecker. Es gibt zwei Dinge an meiner Seite, die heute zubereitet werden. Einmal mache ich einen asiatischen Schweinebauch. Dazu gibt es Karotten, die werden so mit Zitrusfrüchten geschmort. Und dazu gibt es auch noch Maronen mit Chili und richtig schön pikant mit Karamell eingekocht. Ja. Und mein Gast wird zubereiten, und zwar Röllchen. Die werden gefüllt mit Feigen, Marzipan und dazu gibt es dann einen weißen Zimtsabayon und etwas ganz Besonderes. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, nämlich wilde kleine Heidelbeeren. Also zwei Gerichte, die es heute an meiner Seite gibt. Ja. Meine Aufgabe ist hier zu kochen. Seine Aufgabe ist, Sie zu unterhalten. Ist er heute überhaupt da? Horst? Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Dankeschön. Nichtsdestotrotz wird natürlich auch bei mir gekocht. Ich weiß nicht warum, aber hier hört der Applaus auf einmal kürzer auf. Das ist nicht so nett, das ist nicht so nett. Na, aber mir gibt es heute einen wunderbaren Kartoffelsalat mit rote Beete und Halloumi-Spießchen dazu gebraten. Und Sie werden es kaum glauben, einen wunderbaren Fisch in einem Bierteich eingebacken. Dazu ein Gemüsereis, aber was ist das alles an Küche gegenüber seine Küche, ne? Johann, in meine Arme, komm her. Schmuckstück. Ah, Johann. Ich weiß es nicht, aber mein Engelchen, du wirst jedes Jahr jünger. Ja, genau. Ja? An deiner Seite werde ich einfach jünger. Ja, ist wirklich so. Ne? Also jedes Mal, wenn ich samstags morgens reinkomme und sehe dich nach dem Hotelfrühstück wieder, sage ich mir, mein Gott, sieht der gut aus. Ja. Johann. Guck mal. Ich bin so glücklich über unsere Redaktion, was wir für geniale Gäste bekommen. Ja. Also heute sind für mich ja zwei Wünsche auf einmal in Erfüllung gegangen. Einmal dein Gast, wo ich sage, mein Held im deutschen Fernsehen. Ja, und mein Gast, der Traum von Millionen von Männern, nicht nur in Deutschland. Warum? Weil sie hat Ahnung von Fußball. Sie hat Ahnung von Autos. Sie sieht bezaubernd aus. Sie kann die deutsche Sprache besser wie ich. Sie hat die gleichen Buchstaben, macht aber mehr Wörter draus. Und wenn sie hier reinkommt, und sie kann kochen, Johann, aber dann legst du dich nieder. Hast du über deinen Gast auch noch was zu erzählen? Ja, auf jeden Fall. Du lässt mich ja nicht zu Wort kommen. Deswegen Entschuldigung. Ja, mein Gast ist ein super Schauspieler. Wir lieben ihn, glaube ich, alle. Hier sind unsere Gäste von heute. Panayota, Petri Ju und Josef Hanneschläger. Ich freue mich viel mehr. Darf ich dich erstmal zu meinem Johann geleiten? Guck mal, Johann, hier. Hannes, mein Schmuckstück. Komm her. Schön, dich wieder zu sehen. Auf geht's. Liebe Zuschauer, ich muss eines sagen. Heute bin ich sehr glücklich, denn an meiner Seite steht nämlich ein Kollege. Josef hat auch mal Koch gelernt. Vor 30 Jahren. Ja, muss man sagen. So. Ist Kochen noch etwas, was du so im täglichen Leben auch machst manchmal? Täglich komme ich nicht dazu, aber ja, immer wieder gerne. Was ist der Unterschied zwischen Koch und Schauspieler? Was gibt's da zu lachen? Du meinst, weil mich die Frage natürlich überrascht. Du meinst, du denkst an Horst jetzt, oder was? Was ist mit mir? Da ist nicht viel Unterschied. Was denn? Mein Schatz? Er meint, was ist der Unterschied zwischen Koch und Schauspieler, was sagst du? Ja, das guck mich an, ich kann beides. Deshalb verstehen wir uns so gut. Genau. Ne? Nein, ich glaube, was Johann meint. Ja, ja. Ja.
Nee, ich glaube, was Johann meint, ist ganz was anderes. Weißt du, Johann sagt hier immer, ich wäre der Einzige, der vorgibt, Koch zu sein, weil ich so lange darüber erzählen kann, was ich koche, bis alle glauben, sie hätten gegessen. Ja. Das ist gut. Ja, aber... So. Martin, soll ich dir helfen? Jetzt müssen wir tatsächlich kochen. Und zwar, du machst jetzt erstmal die übrigens, Füllung. Guck mal hier. Johann, darf ich dir mal kurz zeigen? Ja. Jetzt guck dir mal dieses Figürchen an. Warte mal, ich muss das echt mal zeigen. Mal, guck mal, hinten ist zusammen. Ja. Das sind normale Schürzenbänder. So, pass auf. Und jetzt gehen wir noch einmal rum. Ich habe mir vor der Sendung extra die oberen zwei Rippen rausnehmen lassen. So, ja. Guck dir das an. Unglaublich. Ja, Moment. Josef. Ich habe es nicht rausnehmen lassen. Soll ich bei dir auch versuchen? Nee, bei mir ist hinten zu, immerhin. So. Er hat die zwei Rücken bekommen von dir, ne? Also, wir machen jetzt erstmal die Füllung. Diese getrockneten, saftigen Feigen, ja? Mit Marzipan und dem Ei und etwas Brösel fein mahlen erstmal, gell? So eine Masse draus machen. Wir haben uns bemühen. Und ich mache den Schweinebauch, indem ich hier viel Gemüse, Karotten, dann habe ich hier Petersilienwurzel, ja, ein bisschen Kerbelstängel, rote Zwiebel, Sellerie, alles schön leicht anbrate. Und dann kommt hinein in dieses Gemüse ein schöner Stück Schweinebauch, was sehr mager ist. Ja, kann man hier sehen, also Schweinebauch nicht, darf nicht. Kann mir jetzt mal einer sagen, was gibt's denn da zu lachen? Der ist doch mager, der Schweinebauch. Guck doch mal hin. Ich glaube, das ist das Stück, was wir bei Panagiotta rausgenommen haben. Guck mal hier, das ist genau die Ecke. Mager. Ja. Panagiotta, magst du sowas? Guck mal hier. Oh. Ja, so sah das eben auch noch aus. Hier. Ne? Nein, aber jetzt mal ganz ohne Quatsch. Du hast ja ein Traumfigürchen, aber du bist Vegetarierin, ne? Ja, ich esse kein Fleisch. Warum? Oh, ja, bitte einmal ganz kurz. Ich will noch ein Hoppala. Johann, dein Fleisch? Es war ein Schicksalsschlag, glaube ich. Ich habe mal in Griechenland so ein totes Wildschwein gesehen. Das war hinten auf so einem Auto drauf. Und ich habe das Gefühl gehabt, es hat irgendwie mich so angeguckt. Und dann habe ich mich unheimlich damit befasst und mal gelesen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, komm, iss mal weniger. Und dann war vorbei. Dann habe ich irgendwann gesagt, komm, lass es einfach. War das hier schon alles drin? Ich habe nur Brühe drin. Zieh ein bisschen Öl, dann raus tun, gell? Dann kann man gerne anfangen mit den Röllchen. Ich habe hier das Gemüse angebraten jetzt mit noch Koriander, mit Pfefferkörner und Ingwer. Jetzt gebe ich dazu noch etwas Sojasauce. So, dann hier das schön. Also ich mache jetzt so einen schönen Sud. So, jetzt hier schön drauflegen, so, guck mal hier in die Mitte rein. Und dann gießen wir da drauf jetzt etwas. Ich bin ein bisschen vorwitzig, ne? Vor. So, weißt du, warum ich vorwitzig bin? Sag's. Ich möchte jetzt gleich von Johann wissen, wie lange das da drin bleiben muss. Der Schweinebauch? Ja. Also die Sendung geht 45 Minuten, wir haben noch 34, ich würde sagen 33 Minuten. Dann ist das fertig. Ja. Hallo Horst. Ja, Schatz. Komm her, ich zeig dir was. Ja. Schau her. Wie schnell im Leben 33 Minuten vergehen können. Ja. Pass auf, Panagiotta, hier ist alles echt. Hier wird nichts gefaked. Schau her. Wo ist der Teig? So sieht der Schweinebauch nach 33 Minuten. Jetzt ohne Quatsch. Also der Konrad Kujau, der hat schon schlecht beschissen, aber du bist noch schlecht. Junge. Also hier, sagen wir jetzt hier, wirklich. Würdest du mit so einem Typen das aushalten? Ja, schon. Ja? Er ist ja lieb. Er ist lieb. Dankeschön. Und bringt dann zum Lachen, also das willst du mir. Wie ist es bei euch denn so, wenn ihr so eine Folge da aufzeichnet? Ist es auch so lustig? Ja. Du musst mit Butter bepinseln, damit es doppelt ist, ja? Ein bisschen Salz. Dann das zweite drauflegen. Pinsel habe ich hier. Warte mal, Pinsel. Pinsel? Also bei uns ist es sehr lustig. Wir haben sehr viel Spaß beim Drehen. Und ja, da wird dann immer gefragt, erzähl doch mal was Lustiges vom Dreh, aber das ist gar nicht möglich, weil es so viel am Tag ist, dass man am Abend nicht mehr weiß, was man gesagt hat untertags. Du warst aber jetzt eine Zeit lang nicht mehr bei den Rosenheim Cops, du hast Pause gehabt, kurze Zeit, und kommst jetzt am Dienstag wieder zurück, um 20.15 Uhr, ja? In der Folge, ja. Also, genau. Weil vorher war der Hofer, da gab es noch eine Folge, wo beide gefragt waren, dass sie einen Fragebogen beantworten, um dann einen Lehrauftrag in Elmshorn zu erfüllen.
Und der Hansen füllt den richtig aus. Der Hofer versucht, das Gegenteil zu tun. Besorgt sich von einem Kollegen die Antworten vom letzten Jahr und antwortet ihm das Gegenteil. Aber leider haben sich die Kriterien geändert und dann muss er nach Ems fahren, wo er gar nicht hin will. Und da warst du jetzt im Ems. In der Folge kommt er wieder zurück. Also heißt, am Dienstagabend sehen wir dich wieder. Genau. Ja, wir freuen uns. Jetzt gib mir den Pinsel. Okay. So. Panagiotta? Ja. Ich muss noch einmal ganz kurz darauf zurück wegen Vegetarier. Wie finden denn deine Mama und Papa das eigentlich? Ja, also Papa ist im Himmel, der guckt nur zu. Ja. Aber Mami hat gedacht, das geht irgendwann vorbei. Und so weil griechische Familie, die essen noch sehr gerne Fisch und Fleisch. Ne? So ein Lämmchen am Spieß und frischen Fisch. Eine Ziege zum Frühstück. Ja. Ja, ein Gyros zur Kinderkommunion und so was. Ja. Das sind so die Starter bei uns. Die hat es nicht immer akzeptiert. Am Anfang war es so, dass wenn ich sonntags bei ihr einen Grünkohl gegessen habe, dann hat sie mir da so eine Mettwurst reingelegt. Ich sag, Mama, ich esse doch kein Fleisch. Ja. Und dann hat sie gesagt, habe ich nicht reingeschnitten. Habe ich ganz drin gelassen. Verdächtigerweise hat sie irgendwann mal meinen Autoschlüssel genommen, auch sonntags. Und als ich dann nach Hause fuhr, sie wohnt so 60 Kilometer entfernt, roch es unheimlich nach Hackfleisch. Dann hat sie mir so 4 Frikadellen in die Handtasche gestopft. Nein, in die Handtasche. Ja. In der Hoffnung, wenn ich Hunger habe, isst sie das schon. Ist dir das direkt aufgefallen oder erst später? Nee, ich habe ihr irgendwann gesagt, Mama, ich habe jetzt keinen Appetit auf, ach, mach mal was anderes, mach heute mal Fisch, mach mal das. Und dann hat sie irgendwann gesagt, sag mal, isst du überhaupt noch irgendwas? Habe ich gesagt, ja, kein Fleisch. Und hat sie gesagt, dann wirst du krank. Dann wirst du krank. Ja. Die Mama hat Ahnung. Die hat Ahnung. Da wirkst du krank, mein Kind. Na, also ich finde schon, dass man, ich meine, jetzt müssen wir einmal ein Plädoyer halten. Selbstverständlich finde ich toll, wenn man Vegetarier ist oder auch Veganer, wegen Gesundheit, wegen dem Geist und allem drum und dran und die armen Tiere. Das ist auch alles genauso richtig. Punkt. Punkt. Aber du träumst von Würstchen, oder? Ich habe unheimlich lange gebraucht, bis ich das verkraftet habe. Teilweise stand ich an den Ampeln und habe riesengroße Würste gesehen in der Windschutzscheibe beim Fahren. Ist kein Witz. Ich habe auch geträumt von einem knackigen Hähnchen. Ehrlich. Ich habe schon mal über die Straße gehen sehen und habe gesagt, was ein knackiges Hähnchen. Aber ich dachte, Reh oder so. Ja, nee, ja. Wo du so denkst, oi. Ja. Aber du bist ja ein riesen Fußballfan, ne? Ja. Aber bevor wir jetzt über Fußball reden, mal ganz kurz zu dem Gericht. Ja. Wir haben hier ein warmes Dressing schon mal angesetzt für den Kartoffelsalat. Bisschen Brühe. Und zwar Brühe, ein schönen Essig, Olivenöl, Senf, Salz, Pfeffer aufgekocht. Du musst gleich schon mal probieren, ob es dir schmeckt. Es schmeckt mir schon. Schmeckt dir schon? Ja. Ich hätte mich jetzt schon da, ich bin ja so einer beim Kochen, dass ich schon dann direkt die Hälfte esse. Probierst du so durch? Kochst du wirklich viel zu Hause? Ja, ich koche viel. Schmeckt nicht immer gut. Also meine Gäste, die haben letztens, also ganz am Anfang hat ein Freund von mir, der hat immer eine Packung Maggi mitgebracht. So eine. Da habe ich gesagt, was soll das? Ach, die Magie der Küche. Ja. Und weil ich habe so einen Tick, ich nehme nicht so gerne Salz. Und viele Menschen essen ja sehr viel Salz. Ja. Und jetzt haue ich einfach nur 1000 Kräuter da rein und schmeckt immer gut. Ja. Bei mir schmeckt alles nach Petersilie. Alles nach Petersilie. Aber du hast natürlich eine Sache. Du hast natürlich noch eine Sache mit mir gemeinsam. Du wirst jetzt sehr überrascht sein. Du hast eine Knoblauchallergie, ne? Ne? Ich dachte, den Damenbart meinst du. Den mache ich aber ab. Deiner ist besser gepflegt, wie meiner. Meiner ist nicht so grau. Ja, danke schön. Das war eine Anspielung auf Sache. Nee, aber als Griechin ist doch eigentlich, wenn man dann keinen Knoblauch mag, auch wieder schwierig. Ja, also meine Mama hat das früh aber akzeptiert und auch so gemacht. Es ist tatsächlich keine Unverträglichkeit oder sowas, aber ich habe ein Knoblauchtrauma. Und, warum? Erzähl. Ja. Mein Lieblingsonkel Sotiri hat morgen... Wie heißt der? Sotiri. 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 Ich liebe diesen Namen, Sotiri. Ja, ist super. Ja. Super Name. Der hat auf jeden Fall morgens im Mörser so 3-4 Knoblauchköpfe mit Olivenöl klein gehackt, sich die dann schön morgens auf Brot und immer gegessen, schön noch ein Uso hinterher. Und dann hat er uns so in den 80ern immer zum Strand gefahren, das waren so 20 Kilometer. Er war schwerst Asthmatiker, keine Klimaanlage, 40 Grad im Auto und dann fuhr er immer so.
Weißt du, was mich jetzt freut? Nein. Weil du weißt ja nicht, dass ich ein Fan von deinen Sendungen bin. Und ich gucke die ja wirklich fast regelmäßig alle. Und du bist ja genau so wie da. Das ja. heißt, so ein bisschen crazy, ein bisschen durchgeknallt und trotzdem so süß und hübsch. Danke. Das ist ja eine ganz schwierige Geschichte, da drüber zu kriegen. Wie ist das für dich, wenn du im normalen Leben irgendwo entdeckt wirst, kommen die auch an und sagen, ach, können Sie nicht mal gerade über mein Auto gucken hier, vielleicht kriegen wir den ja besser hin und ich habe auch kein Knoblauch gegessen. Ja, da werde ich, wirklich leicht aggressiv. Ja? Ja. Wie heißt Knoblauch eigentlich auf Griechisch? Skordo. Skordo? Wie? Skordo. Schön. Aber musst du die nicht merken, da brauchst du nicht. Man merkt in den Ländern, wo Knoblauch viel verwendet wird, heißt da auch schön. Skordo oder türkisch Sarımsak. Wie? Sarımsak. Schaumsack. Schaumsack. Ja, schöne Wörter. Kriegst du Schaum? Ich würde das ja jetzt... Isst du gerne Knoblauch? Isst du Knoblauch, kriegst du schnell Schaum am Sack, deswegen würde ich nicht... Sag mal, dir eins mit mir ein Glas. Ja, also, wirst du eigentlich oft angesprochen immer. Auf die Ähnlichkeit zu Jennifer Aniston? Oh, ja. Weil als ich dich oben gesehen habe, habe ich gesagt, scheiße, ich kann kein Englisch. Ja. Weil du siehst, guck mal da, kann man ein Foto sehen. Guck mal da, ihr seid doch wie Geschwister, die kurz nach der Geburt auseinandergerissen wurden. Das stimmt wirklich. Das Schlimme ist, also das Schöne ist, dass sie ja auch, sie ist ja, also ich sag mal ganz ehrlich, 10 Jahre älter, jünger. Ich bin ja, ja. Du bist jünger. Ihr habt's verstanden. Ja, was aber nicht daran liegt, dass ich so alt aussehe. Sie hat sich nur extrem gut gehalten. Die ist 10 Jahre älter als ich und sieht so aus wie ich. Das sieht man aber auch gar nicht so. Danke. Nein. Danke. Das sieht man so gar nicht. Ja, ja. Nein. Genau. Ihr müsst jetzt unsere Röllchen, erstmal muss man sagen, Kompliment, Josef ist ein wirklich guter Koch, denn er hat perfekte Röllchen gemacht aus Marzipan, aus den Feigen, aus Tröfen und aus Ei und Zimt. Und jetzt musst du diesen Teig, diesen Strudelteig mit etwas, nur Eigelb am besten. Nur Eigelb? Ist egal, nimm die Eigelb raus. Genau, Eigelb nimmst du da rein und du musst dann das Eigelb mit der Milch verrühren und dann das, mit das einpinseln und dann in den Ofen schieben, gell? Ich stelle mir hin. Darf ich dich mal fragen, warum hast du eigentlich erstmal Koch gelernt und nicht gleich Schauspieler? Naja, ursprünglich wollte ich mal Paläontologe werden. Oder Biologe. Ja. Paläontologe ist was? Paläontologe, der beschäftigt mich mit Tieren der Urzeit. Ja. Versteinerungen und dergleichen. Oder Geschichtswissenschaftler. Ja. War auch sehr gut am Gymnasium. Bei Klassenbester und so. Und warum dann Koch? Weißt du, Schneebesen. Guck mal, komm mal. Und aber nicht in den Schweinehörn, ne? Nein. Das sind meine Schweine. Wie heißt er nochmal? Paläontologe. Wie heißt denn der Vogel? Dann hättest du dich ja auch. Ornithologe. Ornithologe, genau. Ja. Richtig, genau. Ja, und, aber im Teenageralter hat mich dann nicht mehr so interessiert. Schön, dass ich den da war dann mehr Kunst und Kultur interessant. Aber du hast dich dann beschäftigt mit so richtig alten Tieren, ne? So mehrere Millionen Jahre alt. Ne? Ja, ja. Und so, wie kommst du mit ihm klar? Ja, gut, eben. Genau, die tust du schon allein. Nee, die sind so gut. Ich mag die so grob. Nee, ich mag die auch grob. Ich muss das essen. Wir machen schneide ich noch nicht in die Finger. Nee, mach ich nicht. War irgendwie klar, ich will Schauspieler werden. Ja. Und da ich aber aus einem ganz normalen, braven Elternhaus gestammt habe, habe meine Eltern gesagt, willst du nicht erst nur was Anständiges lernen, was Sicheres? Und dann habe ich so einen schönen Film im Fernsehen gesehen über einen Koch in Schottland. Koch von einem schottischen Lord. Genau. Der ist dann am Morgen einkaufen gefahren, hat ein bisschen geratscht am Markt, Kaffee getrunken und so. Hat dann mittags eine Kleinigkeit gekocht, hat dann für abends schön groß das gekocht aus, für die ja. Gesellschaft vom Lord. Auch ein Netter, der dann noch schottische Musik gemacht hat mit den Leuten. Und hat er sich zurückgezogen mit einem Glas Wein, hat klassische Musik gehört und da habe ich gedacht, das ist ein toller Job, das mache ich. In München hast du gelernt, wo? Ja, im Altmotel, Kolping-Ecke, Zweigstraße. Ein ganz schöner Laden, weil man da auch sehr als junge Kochlehrling schon im zweiten Jahr wirklich an den Herd kam und kochen konnte. Ja. Und nicht irgendwie 3 Jahre lang Gemüse geschält hat oder so. Ja, warum hast du dann aufgehört? Warum? Ja, weil es schon Schauspiel sein hat sollen. Und ich habe dann während der Kochlehre Schauspielworkshops gemacht und so Amateurtheater gespielt. Und dann habe ich erst einen Zivildienst gemacht, dann eine Ausbildung als Gitarrist, der irgendwie zwischendurch die Musik kam und eine Band hatte und so. Und dann über die Kabarettgruppe meiner Freundin damals. Aber du spielst damals immer noch in der Band, ne? Ja. Immer noch. Disco Train. Und habe 2011 eine CD rausgebracht, München im Sommer.
Jetzt tun wir mal die Sachen hier nicht da. Oben rein, ja, genau, oben rein. Oi. Guck mal hier. Josef, was sind denn das für heiße Girls da? Was Wer ist eigentlich vorne links im Bild? Das ist der Johann in Verkleidung. Ja. Sag mal, gehören die Mädels auch alle dazu? Zu ja, der Band? Das sind die Hauptsängerinnen. Ja? Ich mache die Konferenz auf Englisch. Welcome to the everlasting world of disco music. Sucht ihr noch irgendjemand für die Band? Ja, wir können noch einen Pausenclown brauchen. Hab ich verstanden. Hab ich verstanden. So, jetzt macht das nächste die Heidelbeeren. Bitte Zucker karamellisieren in dieser großen Pfanne. Und dann, schau mal hier, erstmal zeigen wir den Zuschauern, was das hier ist. Wilde Heidelbeeren, guck mal, fantastisch. Kennt man das noch, wilde Heidelbeeren? Das ist ja was ganz Besonderes. Das habe ich früher als Kind immer gepflückt. Das ist ein Wahnsinn. Ja, wir waren immer von der 6. bis zum 13. Lebensjahr waren wir auf einer Almhütte im Zinnertal, die mein Vater mit Arbeitskollegen gebracht hat. Mm. Und da waren unterhalb riesige Heidelbeeren, Daubeeren, wie man sie bei uns nennt, Felder. Und da ist man dann gelegentlich mal pflücken gegangen. Sehr, sehr, sehr mühsam. Hat dort gespeist. Und dann musste Mutter Geburt machen und Heidelbeerpfannkuchen und so. Horst. Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen wilden und zahmen Heidelbeeren? Nee, haben die längere Haare. Nee, die zahmen haben einen Schnurrbart. Ich habe jetzt gerade hier erstmal Karotten mit Zucker karamellisiert, Karottenstücke, und die lasse ich jetzt langsam schmoren, damit die Flüssigkeit weggeht. Und habe hier vorne Hühnerbrühe, Sojasauce, Honig. Ingwer, Chili und so weiter. Und das koche ich jetzt hier ein. Und das wird dann der Lack für meinen Schweinebauch, der übrigens jetzt schon 33 Minuten im Ofen war. So. Das wird richtig lecker hier. Der Johann beherrscht Zeitreisen. Ja. 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 Das ist richtig schön. Wie ist eigentlich deine Autoleidenschaft entstanden? Also eigentlich war es eine Wette. Mein damaliger Freund hat irgendwie einen neuen Job gesucht und dann war da so eine Anzeige im Internet, da stand drin, Mini sucht außergewöhnliche Verkäufer. Da habe ich gesagt, mich? Ich war ja schon damals im Verkauf. Und dann hat er gesagt, hör mal, du bist eine Frau, hast keine Ahnung von Autos, das kannst du nicht. Was hast du denn vorher verkauft? Alles Mögliche. Ich habe Computersysteme, Triathlonbekleidung. Also nichts mit Autos? Nee, gar nichts, überhaupt nicht. Ich hatte auch gar keine Affinität zum Automobil. Und das war einfach nur eine Wette. Und da ich ja dann natürlich gesagt habe, das schaffe ich, bin ich hin und habe dann vor 11 Jahren angefangen, Autos zu verkaufen. Mit so einem unfassbaren Erfolg. Ja, mega. Wie ist das, wenn man als schöne Frau ein Auto verkauft? Weil ich kenne das nur so. Der Mann will das Auto kaufen, der hat klare Vorstellungen, aber entscheidend tut es die Frau. Ja, wie immer im Leben. Wie immer. So, aber wie ist das jetzt bei dir, wenn da so ein Kerl reinkommt, weißt du, der sieht dich jetzt neben dem Auto stehen. Dann weiß ich schon, wie die Kerle sind. Automatisch Bauch rein, Brust raus und so. Ja. Ja, du musst Was kann der denn? Ne? Ja. So, und ich kann mir auch 3 leisten. Und seine Frau kommt dann um die Ecke und sieht dich und sagt, Schatz, wir kaufen einen Opel. Ja. Stimmt. Ne? Also, ich habe mir da so mal ein paar Sachen. Du musst dich einfach zwischendurch ein bisschen hässlich machen. Also, das heißt jetzt nicht, dass du... Das ist aber bei dir jetzt sehr schwer. Ja, du musst dir ja vorstellen, ich sitze da nicht irgendwie mit einem tiefen Dekolleté, Minirock und solchen High Heels. Ne? Warum nicht? Ich sitze aber auch nicht mit einem Kartoffelsack und habe eine Aubergine im Gesicht. Also, das passiert auch nicht. Aber ich komme dann nicht auf dich zu und sag dann so, guten Tag. Na? Mausebäckchen. Wollen Sie sich mehr in das Auto setzen? Ich nehme ihn. Sitze. Der ist gekauft. Was war dein Erfolgsgefühl? Geheimnis. Das werde ich sehr oft gefragt, was denn für Tricks es so gibt. Ja. Aber ich kann sagen, der Trick ist, dass es man keinen hat. Weil ich so individuell auf die Menschen eingehe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt kommt der Kunde A rein, da hole ich jetzt mal Masche Nummer 12 aus dem Kalender. Das habe ich nicht. Also ich bin eigentlich immer, wie ich bin. Das zieht nicht immer. Also ich habe auch natürlich manchmal jemanden, da passt die Chemie nicht, aber dann verkaufe ich halt kein Auto. Passiert aber sehr, sehr selten. Wie würdest du Johann ein Auto verkaufen und wie würdest du mir eins verkaufen? Lass mal gucken. Ja, wenn du schon mal so reinkommst, dann würde ich einen Kollegen rufen. Mit dem Johann würde ich erstmal eine Spritztour machen. Dann würde ich erstmal versuchen, dass wir uns ein bisschen näher kennenlernen.
Ah. Prost. Johann. Ich hab's gewusst, meine Chancen sind besser als deine. Ja, aber du. Deine Spieße sind sehr schön. Johann, ich brauche mal deine Hilfe. Apropos Schweinebauch. Ja, guck mal her, hier bitte. Ja? Hier, schau mal her. Schau mal, müssen wir die nicht noch marinieren? Sag mal. Achso, marinieren, ja, genau. Ja, was, guck mal hin, hier. Bei allem Spaß wird hier gekocht. Jetzt tun wir schön diesen Lack drüber mit Sojasauce, Ingwer, Chili, Honig und so weiter und so fort. Und jetzt tun wir den Schweinebauch in den Ofen und mehrmals übergießen, damit er nachher richtig schön knusprig ist, wie so eine Baking-Ente. Muss schön stramm sein, so die Haut, alles muss passen. Das muss stramm sein wie eine Peking-Ente. So. Das habe ich auch noch nicht gehört. Jetzt schön rein hier. Johann, aber ich brauche trotzdem deine Hilfe, Koch. Jetzt komm mal sofort. Was kann ich tun für dich? Oh. Das löst dich alleine auf. Was kann ich tun für dich? Übrigens, stramm wie eine Peking-Ente bin ich nach 6 Bier. Was ist das denn hier? Pass auf, das ist dieser wunderbare Kabeljau im Bierteig eingebacken. Ja. Ich bin auch bis hierhin sehr zufrieden. Aber der Fisch hat sich mit dem Eisen verliebt. Sagen wir mal so, es ist eine Liaison eingegangen. Das heißt... Ich habe überlegt, ich werde es im Sieb angeben. Ja. Das ist übrigens die Neuauflage von der RTL-Sendung Hinter Gitter. Großartig. Also, hier, jetzt kann... Das doch was dann machen. Heute fühle ich mich so kariert. Warte mal, Johann, ich schneide erst... Oh, Johann! Ja, entschuldige, der geht ja gar nicht raus. Der geht wirklich nicht raus. Keine doch, Chance. Doch. Das Schöne ist, wir haben den Fisch jetzt aus der Verpackung. Scheiße. So blöd ist der Kerl. Dann machen wir ein bisschen Fischmus daraus. Ja. Wahnsinn. Das Wichtige ist, der Fisch schmeckt aber gut. Das Auge muss nicht immer mit essen. Never. Nein. Stimmt. Ich mach mir ehrlich. Am besten gleich einfach die Binde um. Ja. Nein, du musst den Fisch. Ja. Her. Du musst, wenn du den Fisch. Wir machen es mal ohne. Ich zeig's jetzt mal ohne deinen Korb. Ohne. Also ich glaube, du machst die sauber. Nee, das läuft. Warte mal, die läuft, glaube ich, nicht ohne Korb. Nochmal kurz. Ja, klar läuft die ohne Korb. Johann, ein Trick wäre, du schneidest hinten ab. Also ich muss euch sagen, es ist die Sensation hier. So, schau her. Ja, jetzt wenn man etwas in Fett reinmacht, ja, Schatz. Dann nimmt man eine Gabel oder also hier einen Holzspieß und versucht erstmal das leicht durchzuziehen, so. Ja. Und wieder hochzuziehen. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Und dann ist es so. Johann Lafe. Ja. Das ist dann so, dass es nicht festklebt. Jetzt ist der Fisch locker, siehst du? Ja. Jetzt schwimmt er, ja? Der schwimmt. Jetzt schwimmt er schön. Jetzt ist ja auch ein Fisch. Ja. Und jetzt klebt er nicht fest. Warum habe ich denn nicht mit dir gekocht? Johann, so, Gott sieht der komisch Horst, aus. Ich würde sagen, guck noch mal drüber bitte. Ja. Nein, Horst, wenn es dich nicht geben wird, dann müsste ich erfinden, wirklich. Ist die Pfanne heiß? Bitte? Die Pfanne? Kann ich jetzt so trocken rein oder muss die dann Pfanne noch... ist halt, nee, wir kochen immer mit ein bisschen Öl. Und dann sollen wir Brühe. Nein, nee, keine Brühe, dann brät's ja nicht, dann kocht's. Ich mal in der so. Lieblingsbrühe. Oh, warte mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Gewürz ich schon benutzt habe. Ich benutze so, noch mal alle. Okay, mal, wo ist denn? So, das ist schön. Da hinten läuft alles gut, Johann. Du brauchst nicht mehr nachgucken. Guck nach deinem Schweinebauch. Oh, das ist gut jetzt. Ja, das sieht super aus. Gut. Erinnere mich an Silvester, Bleigießen. Ja. Das kann man auch hübsch anrichten hier. Erzähl mal kurz, Josef, erstmal, was du da genau gemacht hast. Fantastisch. Ja, wir haben den Zucker karamellisiert,
haben sie mit Heidelbeersaft aufgegossen. Das Petersilie. Dann mit Zimt und Zitronenschale gewürzt. Genau. Und jetzt kommen die Heidelbeeren rein. Genau, und jetzt mache ich noch ein bisschen Heidelbeersaft dazu, damit es nicht so dick ist. Dann nur einmal kurz aufkochen lassen und dann einfach zur Seite stellen, ja? Und dann machst du das nächste. Das riecht wie auf der Hütte in der Kindheit. Ja, fantastisch, oder? Ja, aber das ist wirklich fantastisch hier. Guck mal, die Farbe. Ja. Diese Farbe ist einfach einzigartig. Ja, wilde Heidelbeeren ist einfach ein Traum. Fängst du jetzt an bitte mit dem mit der Zabajone? Sieht schon toll aus. Ja. Ja, auf jeden Fall, auf der Flüssigkeit. Das sind drei Eigelbe und den weißen Bord. Johann? Ja? Der Fisch hat nicht angebacken. Ja. Jetzt läuft irgendwas schief. Sag einfach Danke, sonst gar nichts. Was mache ich eigentlich mit dem Rest hier jetzt? Oh. So. So, das mache ich mal hier. Panayota? Ja, ich wollte schon mal was essen. Kann man hier draußen noch irgendwas anderes machen? Sag mal. Ja. Hör mal, bei mir müssen die Bremsscheiben neu gemacht werden. Vielleicht könnte ich dir so ein paar Bremsbeläge machen, ne? Pass mal auf. Hast du noch was Fisch oder mache ich den Deckel dazu? Ne, wir machen noch ein bisschen Fisch. So, ich mache da nur ein bisschen auf Seite hier. Ein bisschen Zucker da. Weißt du, weil das ja alles nachher anbrennt. Weißt du, das ist ja nicht schön. So. So, ich mache jetzt aber siehst du, Maronen. Das ist dann wichtig an der Sendung, dass man wirkliche Tipps für zu Hause mitgibt. Ne? Weißt du? So. Jetzt da. Machst du rein zum. Wir machen jetzt einen Sabayone. Der ist, erstmal deine Röllchen. Die Röllchen, Leute, hier. Von Josef Hanneschläger. Guck mal hier. Fantastisch! Jawohl! Genau so. Sehr schön, kross gebacken. Guck mal auf der Unterseite. Jetzt muss man den Zuschauern mal zeigen. Solche Röllchen müssen auf beiden Seiten kross gebacken werden. Und die dürfen nicht am Blech festkleben. Guck mal, das ist ganz wichtig. So. Ja, so müssen die sein. So. Naja. So einfache Sachen könnte ich auch machen. Aber hier, guck mal hier, jetzt geht's los hier. Den Fisch vorsichtig drin rumwühlen. Scheiße, der ist schon wieder fest, das Kackding. So. Ist das ein dusseliger Fisch hier? Da kommt, der hat eben ein einfaches Stück gehabt. Der hat das einfachere Stück gehabt und der hatte auch. Jetzt schwimmt er. Jetzt schwimmt er. Ich habe. So. Aber das hat wirklich was vom Bleigießen, ne? Und jetzt schön aufschlagen. Sag mal, das sieht auf jeden Fall aus wie ein Gehirn. Aber das kannst du ja essen. Das war doch eine Anspielung, oder? Nein. Du hast nur wenig Haare. Vom Gehirn habe ich nicht gesprochen. Ich tue den nächsten Fisch rein. Bitte. Ich finde, die sehen auch besser aus als die vier Ellenbogen, die der da gebacken hat. Wesentlich hübscher. Besser als die Ellbogen, die wir da gebacken haben. Ja. Hast du den Kartoffelsalat mal probiert? Ja. Und, lecker? Super. Toll. Ich werde mal die beste Jury der Welt fragen, unser Publikum. Verstehst du? So, jetzt da, jawohl. Ja. Nix. Wenn Sie warten, schenke ich Ihnen gleich. So schnell verliert man Salz. Jetzt mal ehrlich, weil ich probiere auch. Lecker, wirklich lecker. Haben Sie wirklich guten Geschmack? Moment. Das ist meine Schwester, der muss es schmecken. Sarit. Würden Sie Ihren Auto kaufen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall? Ja. Also, da fehlt aber eine gewisse Würze beim Autokauf, gell? Genau, Salz fehlt damit, ja? Aber sonst ist er gut, gell? Und schmeckt super, ne? So, Josef, was macht der Sabayone? Ja. Wir nix? Der braucht noch, ja. Also, ich muss dir eins sagen, diese Karotten hier sind eine Weltklasse, wirklich. Bin glücklich. Dann probieren wir jetzt mal hier. Wir brauchen noch Spieße. Probier mal. Karotten mit Orangensaft,
Zitronensaft, Zucker, Koriander. Probier das mal. Das ist ein Wahnsinn, wie die schmecken. Ganz wenig. Pass auf, sie ist heiß. Wirklich gut. Probier mal. Ich möchte auch was probieren. Ich gehe dir was holen. Danke. Weiter rühren, sonst geht es. Echten Karotten, sehr heiß. Da musst du selber probieren. Ich hab doch gesagt, sehr heiß. Heiß? Jetzt was zusammengefallen. Soll ich pusten? Ja. Zusammengefallen, oder? Also, ich bin ja extrem ehrlich. Ja. Holen wir neue Eier. Keine Chance gegen den Kartoffelsalat. Null. Eier nehmen. Null. Schüttet weg. Null. Nur viel zu viel Geschmack. Total viel. Weißt du was, da sind ja... Ich schmecke keine Kartoffel raus, du? Nee. Vor allem, ich frage mich, wie der den Schweinebauch so gelb, so orange gekriegt hat. Und süß ist es. Also es ist süß. Ein bisschen süß. Ist ein bisschen süß, Johann. Ja. Gott, ist das lecker. Das ist aber auch süß. Ja. Okay. Ist ein bisschen süß. Und hier sind Eier, hier. Drei Eigelbe. Johann? Ja. Es ist sehr lecker, es ist ein bisschen süß. Ja. Also die Note, da, ich würde noch ein bisschen so Zitronen reintun. Hier, komm mal zu mir, probier mal das hier, diese Röllchen hier. Ist der Schwein drin? Also ich bin auf den Josef so stolz, guck doch mal hin hier, das kann man nicht besser machen hier. Diese Röllchen da. Probier mal hier. Ist der Schwein drin? Ist da jetzt Schwein drin? Hast du nicht zugehört? Du bist ja wie meine Mutter. Ist da Fleisch drin? Die Feige hat mal das Schwein gesehen. Ach, das ist Feige. Das ist Dessert. Ach so. Haben wir noch mehr Zucker? Mit Schweinefleisch? Ich Dessert? Mag auch keine Feige. Nee, ich mag keine Feige. Das ist doch eine Feige. Ja, das ist eine Feige. Ich stehe nicht auf Feiglinge. Du bist aber auch als Griechin relativ anders, ne? Wir haben, ich sag dir wirklich, wir haben in Griechenland haben wir einen Feigenbaum. Und wenn ich morgens früh so schlaftrunken auf dem Balkon, dann bin ich immer in so eine reingeblatschen, barfuß. Hm? Was heißt eigentlich pingelig auf Griechisch? Weiß ich nicht gerade. Weil ich würde sagen, ein klein bisschen bist du davon, ne? Ja, ich bin ein bisschen. Wir können es auch anrichten. Ich weiß aber, was das auf Englisch heißt. Was denn? Wie denn? Pingelig heißt auf Englisch panayatös. Ehrlich? Johann, nicht die Möhrchen wegholen. So. Jetzt, Leute, zeigen wir erstmal hier, ihr seht hier die Röllchen, ja? Das ist das erste Gericht auf Heidelberg. Und jetzt bitte mit der Kamera bitte hier bleiben. Wir zeigen jetzt mal den Schweinebauch, wenn ich den anschneide, ja? Man sieht ihn ja hier schön, so ist er, schön oben mit diesem Lack drauf. Und jetzt schneiden wir so ein Stück raus hier. Wenn du möchtest. Gerne. Also ich kann euch eins sagen, uns ging schon mal schlechter, wirklich. Fantastisch, guck mal, Schweinebauch. Wir haben ja jetzt demnächst eine neue Sendung, weißt du das, Panayota? Ja. Geht's? Fettfreies Kochen bei Lafer. Da hast du mich aber nicht eingeladen. Nee, das kommt ja noch. Aber, also hier Tellerchen brauchst du, guck mal, da vorne sind Tellerchen. Das habe ich bei Johann gelernt, immer was grün dran schmeißen mit Blumen. Ich habe zwar keine Ahnung, warum der das macht, aber guck mal, sieht so ein bisschen feminin aus. Ich finde, der Fisch ist mir gut gelungen. Gott sei Dank habe ich euch den Trick mit der Fritteuse gezeigt. So. Ja. Kartoffelsalat vielleicht noch mit drauf. Da so, sind dazu die Löffel. Gibt es jetzt Maronen. Jetzt beginnt die Zeit der Maronen im Oktober jetzt. So, schön, schau hier, mit Chili. Schön mit Chili gasiert. Boah, das ist ein Wahnsinn. Seit wann hast du denn die Maronen jetzt dabei, Johann? Nee. Sag mal, ist die Pfanne Ei? Mein lieber Freund, wir machen den Ofen einfach aus. Okay. So. Das ist besser wegen der Glasschüssel da drauf. So, ja. Jetzt ein bisschen Kartoffelsalat. Jetzt gießen wir da wieder einen Sud drauf. Ich nehme schon mal die Flasche Wein. Leicht drüber gießen als Sud, als Gewürzsud hier unten auf die Karotten.
Und dann habe ich noch ein bisschen von diesem Lack erstmal. Jetzt lackiert er den Schweinebauch. Damit tut man noch so leicht hier, siehst du hier, auf die Schnittfläche drüber. Und dann würde ich sagen, Leute, das ist. Wenn du möchtest, können wir dann gehen. Okay, ich guck jetzt mal, was wir machen können. Wirklich, gell? Wirklich. Ne? Nehmen wir eine neue Schüssel. Haben wir noch Eier da? Haben wir nichts. Warte mal, wir haben eine neue. Wir müssen noch eine neue Schüssel, einen neuen Sabayone machen. So lecker kann der Fisch aussehen, wenn er richtig gemacht ist. Ja, nee, das geht mehr. Hier. Oh. Also, darf ich dich hier hin bitten? Ja, ganz wenig drauf, ganz wenig. So. Schön den Sabayone drüber da. Nochmal Puppe hoch, dann kann ich nachschieben. Der war perfekt, bevor ich den Erdbeeren probiert habe. Ja, genau. Dann ist er zusammengefallen. So. Guck mal. Oh, Entschuldigung. Magst du Rotwein aus Sektgläsern? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Rotwein getrunken. Das ist jetzt die Premiere. Ja, jetzt machst du noch mal bitte. Das ist das Schöne bei Lava, nicht der lecker, macht sich nachher besoffen, damit wir vergessen. Ja, nichts da, oder? Da. Nicht. Nee, dann lass uns weg, komm. So, erstmal. Hannes, kriegst du auch Rotwein? Josef, nee, Wasser. Wasser, selbstverständlich. Also, wieso darf ich mir nichts aussuchen? Wasser, Moment. So, das ist der Schweinebauch. So, dann haben wir hier. So, ja, komm. So, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht mitbekommen, was ihr heute gemacht habt. Die Panayotta hat erstmal rote Beete geerntet, hat sie eingelegt, hat dann die rote Beete, nachdem sie gegart war, in kleine Würfelchen geschnitten, hat Pellkartoffeln aufgesetzt, hat sie gepellt, hat dann eine wunderbare Soße angesetzt, gekocht, hat dann die Spieße mit diesem wunderbaren Käse eingelegt, hat sie dann schön ausgebraten. Ich habe alles mitbekommen. So, jetzt muss ich noch mal. Du warst bezaubernd. Also, als Bayer muss ich sagen, die arme Brezen. Nee, Panayotta, lass dich da jetzt nicht irritieren. Ich höre gar nichts. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Was, trockene Brezen, mit was ist das dazwischen da? Fisch Halloumi oder was? Halloumi ist das. Goldklumpen. Johann, bei dir kocht noch was hinten. Lass es kommen. Bitte sprich über ich die Marinade. Ich bezahle die Arztrechnung nicht, Johann, das sag ich dir. Panayotta, du warst ein wunderbarer Hallo. Gast. Danke. Also, du warst super. Johann, willst du noch irgendwas sagen? Die Sendung ist vorbei. Nein, heute ich muss nur sagen, damit ich nicht ganz verstaube, trinke ich eine Weinschorle. Tschüss. Unmöglich, der Mann.